And now, ladies and gentlemen, please put your hands together for the undisputed Stinkmeuchel of German showbiz, Mr. Stefan Raab. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Sportsfreunde. Hier heute Abend, 20 Uhr live bei Viva Mark Gucken aus den Margarine-Schreine-Marker-Studios. Freuen sich mit mir auf einen Abend aus lauen, verhalten Klugscheißereien. Dankeschön. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Wir haben dieses Mal was ganz Exquisites, was ganz Neues. Und zwar senden wir ab heute in 3D. Ja, wir haben ja seit Wochen schon Werbung dafür gemacht. Da gibt es diese illustren Viva 3D-Brillen. Und die müsst ihr euch zu Hause aufsetzen, ja, falls ihr euch nicht schon gewundert habt, warum das Bild so merkwürdig aussieht. Für die Zuschauer hier drin ist das natürlich nicht vonnöten. Wir brauchen keine 3D-Brille, weil... Keine Ahnung. Ja. So, ich will mal kurz sagen, wer heute Abend mit dabei ist. Mit dabei der unglaubliche Gotthilf Fischer. Das Playmate des Jahres, Daniela Jambrek, Doro Pesch, K2, Erotic und natürlich die wunderbaren Rias Boys. Ja? Einzigartig, unvergessen. Ich muss mal ganz kurz diese Brille hier weglegen, weil das ist ja nur für die Zuschauer zu Hause wichtig. Ja, weil hier drin kann man ja gar nicht 3D sehen. Also kann man eigentlich schon, man darf nur nicht auf die Bildschirme gucken. So, was ich jetzt sagen will, diese Woche sind ja viele Sachen passiert. Und zwar als erstes erstmal ganz wichtig, jetzt geht's schon kaputt, dieses System. Aber das hat man bei neuen Systemen. Ja, dann senden wir halt so weiter, was soll's. Kai übrigens auch zurück von der Schönheitsfarm. Was haben sie gemacht? Oh, die haben gespachtelt, ne? Ja, alles klar. So, dann hat natürlich Michael Jackson seine neue Platte rausgebracht, ja, und auch ein Video gedreht. Er hat sich gedacht, machen wir noch schnell mal ein Video, bevor er durchsichtig wird. Und dann hat er ein Interview gegeben, weil da kann man ihn ja nicht mehr sehen, ne? Dann hat er ein Interview gegeben, dann hat er ein Interview gegeben mit seiner Frau Marie-Louise Presley. Und zwar wurde er da gefragt, irgendwie, ob sie jetzt Kinder kriegen. Dann hat er gesagt, zu seinem Kinderwunsch, er hätte gerne einen kleinen Jungen. Ja. Und dann ist natürlich, was in den letzten Wochen sehr stark aufgefallen ist, der Comedy-Wahn ausgebrochen. Alle machen so lustige Platten, ne? Auch das sehr erfolgreich. Und da hat sich natürlich ein sehr illustrer Mann, er ist auf diesen Zug aufgesprungen. Es handelt sich um diese Scheibe, die ich mal vorstellen möchte. Es ist ein Doppelalbum, ja? Die Lieder des Papstes, ja? Johannes Paul in Polen. Das läuft sehr erfolgreich. Ja, da sind so Titel drauf wie zum Beispiel In einer Dezembernacht heißt einer. Der andere, Maria, nee, fürchte dich nicht, Maria, du Lilie, ja. Das können alles Titel sein, die auch die Flippers schon mal gesungen haben. Oder hier, oh Gott, ich verlasse mich auf dich. Ja, und da der Papst hat gemerkt, das läuft ungeheuer und der Vatikan hat ja ein bisschen Loch in der Kasse. Jetzt kommt auch demnächst die zweite Scheibe vom Papst raus und zwar mit dem Titel Der Papst, meine besten Nonnenwitze. Jetzt brauchen wir erstmal Verbraucherinformationen und dann sind wir gleich wieder da mit den ganzen illustren Gästen, die ich eben angedroht habe. Bis dann! So, die Neverending Story, sie hört nicht auf. Wir waren, diese Woche haben wir einen kühnen Versuch gewagt und zwar aus unserer Reihe Expedition ins Tierreich. Wir haben versucht, auf das Gelände der Kelly Family vorzudringen. Und was da passiert ist, das zeigen wir euch jetzt mal kurz. So, heute habe ich ein relativ kühnes Unternehmen vor. Ich versuche per Kraftfahrzeug in das Gehege der Kelly Families einzudringen. Hier im Hafengelände in Köln. Und jetzt kommen wir immer näher zu dem Gelände. Ich mach mal kurz so. Moment, da verfolgt uns schon ein junger Mann. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich wollte gerade mal die Klammer auf die Nase machen, weil hier fängt es schon an zu duften. So, kannst du schneller? So, jetzt sind wir gleich da. Hier hat ja die Kelly Family eine Mauer gebaut, wobei immer noch nicht genau feststeht, ob die Mauer jetzt zum Schutze der Kelly Family vor den Fans gebaut worden ist oder zum Schutze der Umwelt vor der Kelly Family. Ich glaube, wir müssen jetzt mal aussteigen, denn hier ist der Weg verbaut worden. So, mal gucken. Jetzt wird spannend. Wir können ja in der Zwischenzeit kurz mal in den Bericht reingucken, den wir beim letzten Mal gesendet haben. Zwischen März und Mai ist Paarungszeit.
Die Begattung findet ausschließlich innerhalb der Sippe statt. Hat sich ein Paar gefunden, ist die Begattung in Sekundenschnelle vollzogen. Wir sind auch Gönner der Kelly-Familie. Ich spiele ja immer Lieder von der Kelly-Familie in meiner Sendung und wir haben dieses Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Das ist bei der Kelly-Familie vielleicht nicht so, da wird sich nicht so oft gewaschen, aber wir spielen die Videos und dafür dürfen wir jetzt die Kelly-Familie besuchen. Die Kelly-Familie mag doch ihre Fans, die kann die doch nicht einfach so wegschicken. Wir können jetzt hier stehen bleiben, die Polizei ist unterwegs, an der Stadt nur Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Weil ich habe jetzt zweimal gesagt, hier ist Privatgelände und mehr Sascha zu mir. Also. Ist das eine Anweisung von der Kelly-Family, alles kurz und klein zu schlagen? So, wir probieren es jetzt mal von der anderen Seite. Hier riecht es immer noch sehr stark. Da drüben ist das Hausboot der Kelly-Family. Und die Kelly-Family hat uns eben rausgeschmissen. Was hat die Werft mit der Kelly-Family denn zu tun? Weil die Kelly-Family unsere Kunden sind. Ach, die sind Kunden? Ja. Lassen die reparieren? Genau so. Also Sie können Einfluss drauf nehmen, ob da jetzt ein Loch gebohrt wird unten am Boot und da langsam das Wasser reinsteigt? Theoretisch ja. Wie halten Sie das eigentlich aus ohne Nasenklammer? Prima, prima. So, das ist jetzt unser dritter Versuch, ein paar Bilder zu erhaschen von dem Gehege der Kelly Family hier in der Nähe des Kölner Zoos. Wobei, wie gesagt, immer noch nicht bekannt ist, ob die Mauer jetzt zum Schutze der Kelly Family vor der Öffentlichkeit oder zum Schutze der Öffentlichkeit vor der Kelly Family gebaut worden ist. Das ist jetzt hier der Bereich, wo man sehen kann, dass die Kelly Family nicht weit sein kann. Denn wenn wir mal kurz links neben das Tor gucken, ja, da wird immer der Abfall entsorgt. Sometimes I wish I were an angel. Tut weh. Oh, das lieber wehtun als Druck. So, das brechen wir jetzt hier ab. Wir versuchen es demnächst wieder von der Wasserseite. Ja, bis dahin. Trotz aller Schutzmaßnahmen gefährden immer wieder fremde Arten den Bestand der Kellys. Wir bitten daher, ihren Lebensraum zu schützen, damit sie uns noch lange erhalten bleiben. Wir sind, wir versuchen es das nächste Mal wieder. Mal gucken, ob wir dann näher kommen. Hier klingelt immer das Telefon und alle legen immer auf. Mal gucken, wer sich jetzt hier traut, seine Sorgen preiszugeben. Mal schauen. Hallo? Ja, hi, ich bin Tamara. Wer ist da? Tamara. Tamara, was gibt's? Hey, ich finde es halt so scheiße, dass du nur die Kelly-Family ablässt. Ich bin ein Schwein. Moment, ich kann dich jetzt nicht verstehen. Ich bin ein Schwein. Was? Du bist ein Schwein. Ah. Oh. Wieso? Aber wir wollen denen doch gar nichts Böses. Ja, überhaupt nicht. Man sieht's ja, oder? Was? Man sieht's ja, oder? Oh, weiß ich nicht. Sieht man das? Ja. Wir machen die doch nur noch berühmter, als sie schon sind. Das ist halt oberhand fies von dir. Der Stefan wollte das sowieso, der andere wollte es sowieso viel besser wie du. Der Wolter, der Markus Wolter? Ja, genau. Der berühmte Markus Wolter? Ja. Ja. Gut, okay, ich kann das, im Moment können wir das nicht weiter ausdiskutieren, das Problem, aber ich werde aufpassen. Das ist so scheiße! Tamara, vielen Dank erstmal, tschüss! Wir werden uns in nächster Zeit Mühe geben. Wir wollen lieber sein, ja? Tamara, ja? Bist du noch da, Tamara? Tamara? Oh. Gut. So, ich muss euch mal kurz jetzt mal hier unsere wahnsinnig begnadete Kapelle vorstellen. Die Original Rias Boys. Ja? Am Piano der unglaubliche Till King. Ja? Kai Diamond an der Hammond-Orgel. Hio Washington DC am Bass. Und Old Kansas Heini am Schlagzeug.